Hallo, ich bin Nina Bernada, ich bin Politikredakteurin beim Falter und für die aktuelle Ausgabe habe ich mir angesehen, wie es zur aktuellen Zuspitzung rund um die Ukraine gekommen ist. Wie viele russische Truppen genau an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert sind, kann eigentlich niemand genau sagen. Die Rede ist von ungefähr 130.000. In der Ukraine bleibt man trotzdem ruhig. Man glaubt nicht an einen Angriff. Für den Kriegsfall bereitet man sich aber dennoch vor. Das schrecklichste Szenario wäre wohl ein Angriff auf die Hauptstadt Kiew. Es gibt derzeit keine Fluchtbewegungen und keine Hamsterkäufe, aber die Bevölkerung wappnet sich. Mit Broschüren beispielsweise, die Anleitungen für den Ernstfall wie medizinische Grundversorgung und psychologische Betreuung von Kindern bieten. Wie ist es zur aktuellen Zuspitzung überhaupt gekommen? Am Nachmittag des 17. Dezember 2021 machte der Kreml zwei Vertragsentwürfe öffentlich. Sie waren gerichtet an die NATO und die USA. Im Kern geht es um die Forderung, die Ukraine nicht der NATO beitreten zu lassen. Das Interessante dabei ist, ein NATO-Beitritt der Ukraine steht zumindest derzeit überhaupt nicht zur Debatte. Russland aber fühlt sich allein von dieser Möglichkeit in seinen Sicherheitsinteressen bedroht. Die dahinterliegende Frage geht über die Ukraine hinaus und betrifft den Einfluss Russlands auf alle Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Ist ihnen eine Demokratie nach westlichem Vorbild möglich oder bleiben sie in Putins Orbit, der Demokratie nach seinen Vorstellungen auslegt? Ebenso zum Thema finden Sie eine Begegnung meiner Kollegin Stefanie Panzenböck mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljarczuk, die sehr viel über die Geschichte der Ukraine und ihrer eigenen Familie erzählt. Das und mehr lesen Sie im aktuellen Falter.